Ja. Guck mal, sowas muss gewürdigt werden. Zahlt mal 2 Euro mehr für den Döner, glaub mir. Moin Lieben und schön, dass ihr am Start seid aus Köln. Wir machen mit am Start mit Licht. Es ist schon spät, wir haben heute Special-Format. Mir hat ein Dönerbetreiber eine Videobotschaft geschickt, auf die ich nicht Nein sagen kann. Er hat mich überzeugt, seinen Döner zu testen, das werde ich gleich machen. Der soll heftige Qualität haben. Ich blende gleich die Videobotschaft ein. Ich danke euch auch, ihr habt auch diesen Döner schon oft empfohlen in den Kommentaren. Ihr kennt das Spiel. Das ist der direkte Support, der sag ich mal, die Videos am Laufen lässt. Ich freue mich über jedes Kommentar und werde immer weiter testen. Also haut mir gerne euren Kommentar rein. Gutschein ist, glaube ich, immer noch am Start hier oben. Ich produziere ein paar Videos immer vor. Dann fahren wir jetzt direkt zum Döner. Ihr seht jetzt die Videobotschaft und dann wird geschnackofatzt. Hallo, grüße dich. Wir sind das Team von Sefa Beef Döner. Wir werden uns auf einen Besuch von dir sehr, sehr freuen, weil wir sind uns ganz sicher, wir haben den besten Döner in ganz Deutschland. Vielen Dank, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. So, danke lieber Sefa für die Videobotschaft. Alle lieben Dönermänner, sage ich jetzt mal so, haut mir auch eine Videobotschaft rein, dann komme ich vielleicht. Und jetzt haben wir hier vorne, ich sehe schon, Beefdöner aus 100% Entrecote Steakfleisch. Was nicht immer heißt, dass es richtig heftig ist, ne? Weil Steak, wenn es zu sehr nach Steak schmeckt, ist es kein Döner mehr. Man muss es hinkriegen, geile Qualität und es muss das Dönerfeeling haben. Sonst hole ich mir ein Steak und lege das auf eine Scheibe Brot. So, der gute Sefa sagt, er hat noch auf. Es ist nämlich 20 nach 9. Uiuiui. Ui. So Leute, wir haben Musik extra ausgemacht. Wir sind jetzt bei Sefa Beef. Sefa Beef, ne? Genau. Heißt du Sefa auch? Nein, ich heiße nicht Sefa. Ach, scheiße, aber... Sefa heißt genieß den Spaß haben. Ah, auf Türkisch? Ja, auf Türkisch, Sefa. Wie war dein Name jetzt nochmal? Ich heiße Halil. Halil. Genau. Halil. Was heißt Halil auf Türkisch? Halil, ja? Ist ein Prophetname. Echt, ja? Ja, ja. Aber Mohammed ist besser, glaube ich, ne? Mohammed, ja. Wer der gewinnt gegen Halil? Der ist mein Bruder Mohammed. Ach, da ist auch Mohammed. Nee, da ist Murat. Ach, Murat. Das hier ist ein Familienbetrieb. Ah, ich, nein. Also ein jüngerer Bruder von mir, der ist in Urlaub. Und mit Murat. Und der ist auch mein Cousin. Also ist Familienbetrieb. Nur Familien. Ist ja besser, weil dann greift niemand in die Kasse rein, weißt du? Nicht nur deswegen. Also Familie achtet mehr auf. Okay. Mach mit Liebe auf, ne? Genau. Hoden rasieren in the morning. Ich habe für euch heute wieder Manscaped am Start, Sponsor unserer heutigen Folge. Ich möchte euch einfach auch einmal sagen, was ich gar nicht erst gepeilt habe so richtig. Bei Manscaped Rasierer, das ist halt nicht so, sag ich mal, ein normaler Rasierer, den man irgendwie 0815 im Laden kauft. Der hat wirklich eine, man nennt Skin-Safe-Technologie. Der ist wirklich geschaffen für die Kronjuwelen. Also er hat hier so einen integrierten Schutz und dadurch kannst du dich halt weniger schneiden. Der ist wirklich dafür ausgelegt, dass eben das Ziepen und die Schmerzen beim Rasieren nicht so da sind. Wir haben ja Valentinstag, ich habe hier jetzt so eine kleine Schleife mal drum gemacht. Und glaubt mir auch an die Frauen, sowas kann man wunderbar schenken an den Mann, auch für euch Männer selber. Glaubt mir, Frauen lieben was romantisch ist, mal einen Spaziergang am Strand, aber sie lieben halt eben auch einfach mal seidig glänzende Hoden da unten. Dieses Ding vertraut mir jetzt unabhängig auch von dieser Skin-Safe-Technologie. Wir haben noch eine kleine Lampe drin. Kommt für euch jetzt unscheinbar rüber, wer das nicht kennt, aber gerade in der Dusche oder so, ohne Tageslichtfenster, das ist Game Changer. Und nicht vergessen, Code Holle, 20% Rabatt, kostenloser Versand, 2 Geschenke, Kulturbeutel und Boxershorts, das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung. Hier, guck mal, ihr habt ja ein 100% Entrecote. Genau, Beef, ne? Steakfleisch, genau. Schmeckt es denn auch nach Döner? Das ist das Wichtigste. Manchmal, wenn es denn zu Döner Steak schmeckt, dann ist auch nicht gut. Guck mal, mein Freund, wir garantieren für unsere Qualität. Die Schmecke sind ja unterschiedlich. Ja. Für einen ist der Fabrikdöner besser, ja. Für den anderen ist der Fabrikdöner ekelhaft. Fabrik ist nicht so gut. Also, Geschmäcke, wie gesagt, sind verschieden, ne? Weil viele Koch, die ich kenne, ja, die ich mit denen zusammengearbeitet habe, ja, die auch Restaurants haben, haben gesagt, aus Steak kannst du niemals Döner machen, wird nichts. Und du beweist das Gegenteil. Genau, ne? Die sagen, das wird nichts, ja, weil es wird zu trocken, zu hart, zäh und. Aber ist nicht trocken, ne? Ist auf jeden Fall nicht. Wenn du gleich gegessen hast, okay, du bist ein bisschen später, ja, der Döner ist ja nicht mehr so groß, wie er sein soll. Ja, aber ich meine, du bist ein Dönerkenner. Ich bin Dönerkenner, das bewerte ich mit ein. Aber er sieht mir noch saftig aus. Ja, der ist auch saftig. Würdest du so von dir aus sagen, ganz ehrlich, so, ne? Zum Beispiel würde ich einen Döner aufmachen. Ja. Ich habe Ideen im Kopf und ich kenne auch Leute, die können das mit mir machen. Aber ich glaube, es ist realistisch, wenn man neu aufwacht, man entwickelt sich ja weiter, dass man vielleicht realistisch sagt, es ist noch nicht der Beste, den ich kenne, aber es ist ein sehr guter, würdest du sagen, oder würdest du direkt sagen, es ist der Beste, den du kennst? Ich sage, es ist der Beste. Ehrlich? Ehrlich. Und auch meine Kunden, du kannst auch in den Bewertungen gucken. Ja? Du kannst unsere Bewertungen gucken. Ja. Wir haben auch viele Kunden, also die jetzt nicht wegen Döner von Berlin, ja, gekommen sind, ja, aber die hier waren, die gesagt haben, dass Döner wird auch in Berlin
gut ankommen. Aber ich kann nicht in jede Filiale, in jedem. Ja, wer weiß. So, geil. Okay, wir haben hier den schönen Spieß. Entrecot, ne? Genau. Wenn du jetzt schätzen müsstest, ja, der ist ja eigentlich noch größer. Wie viel kostet so ein Spieß? Also eine Gasse, wenn ich morgen früh, kannst du mal rechnen, 50 Kilo mal 14 Euro brutto. Wie viel ein Kilo? Eine Kilo bekomme ich als Großabnehmer. Ich bekomme ja wöchentlich 400 bis 500 Kilo. Ja. Ich bekomme 14 Euro netto. Das Kilo. Okay, das ist ja... Und der hat 930 Gramm, was ich nicht nutzen kann. Also Sehnen, Sehnen. Das muss alles weg, ne? Das muss alles weg. Guck mal, du zahlst 14 Euro das Kilo, ne? Genau, guck mal. Das ist für morgen, du bist Dönerkenner, du kannst anpacken, ist frisch, ist nicht gefroren. Boah, geil, ist ganz frisch, das kriegen die auch nie, ne? Genau, nein. Fettüberzug, damit das schön runterläuft, alles Fett durchzieht, ne? Genau, das hier ist unsere Hähnchendöner, die machen wir auch allerdings selbst. Macht die auch selber, ne? Wir machen auch, also in diesem Laden, alles was du dir vorstellen kannst, machen wir selbst. Ja. Wir haben auch das Brot vorher gemacht, aber du hast ja gesehen, das Küche ist relativ klein. Habt ihr selber auch vorher gemacht, ne? Wir haben auch vorher gemacht, ja. Guck mal hier, guckt euch den Ding an, das müsst ihr alles wegmachen. Das mache ich alles weg. Und ich zeig dir jetzt gleich, wo der weg ist. Ich komme jeden Tag hier hin, persönlich. Schneidest du auf, richtig dünn, ne? Du hast ja das Stück gesehen. Ja, ganz das dünn. Das wird ja alles sauber gemacht. Und dann wird auf dünnen Scheiben. Machst du auch mit Maschine dünne Scheiben, ne? Nein. Mit Hand? Natürlich. Guck mal, wie viel Liebe Halli da reinsteckt. Ja. Guck mal, sowas muss gewürdigt werden. Zahlt mal 2 Euro mehr für den Döner, glaubt mir. Selbst täuscht euren Geschmack nicht mit Geschmacksverstärkerbomben. Gönnt euch einen guten, ich weiß noch nicht, ob er schmeckt, ne? Kann ja auch sein, dass es nicht gleich. Aber gönnt euch mal 2 Euro mehr, gönnt eurem selbst, eurer Gesundheit das auch. So, also Brot sage ich euch erstmal gefährlich. Gefährlich. In Nordrhein-Westfalen ist es einfach so, dass nicht den Style, den man hier kennt, bei uns in Hamburg im Norden, muss ich sagen, da ist oft das Brot, was einkackt. Deshalb habe ich Angst vor dem Brot jetzt. Kommt mir relativ dick vor, aber muss noch nichts heißen. Schöne tomatige Soße. Speziell dickes Fleisch. Schön, richtig zart im Biss. Krass, krass. Oregano merkst du, bin ich froh, dass ich es draufgenommen habe. Haben mich noch gefragt, zum Schluss geil auf dem Döner. Petersilie geil drauf. Und die Frische richtig geil und die scharfe Soße, knallt, kommt noch richtig gut. Nichts Direktes, kommt langsam, bam, rein. Brot, dafür, dass es so dick ist, erstaunlich wenig im Vordergrund. Für mein Geschmack schmeckt trotzdem ein bisschen zu doll noch im Vordergrund. Könnte ein Tick dünner, man sieht hier. Mhm. Könnte halt so... Die Hälfte so, ne? Ja, Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Ein Drittel weg. Das hat irgendwas, sowas Nussiges, krank gerade. Ganz speziell, schöne Bräune hier auch vom Brot, Fische, Soße, wie kann ich das beschreiben? Milchiger Touch, richtig milchiger Touch in der Soße noch unten. Das Ende, wo sich alles vermischt. Schön viel Fleisch, Soße, ohne Ende. Das Brot aufgeweicht von den Soßen. Das Moment, wo man in den siebten Himmel hinauffährt. Gibt es einen Fahrstuhl dahin? Ja, ich weiß es nicht. Sagen wir es so, Fleisch, mein Gegnerstatus. Soßen, ganz weit oben vom Ranking, richtig gut. Fleisch ist fast das Beste, was ich bisher gegessen habe. Ich würde sagen, da ist knapp noch was davor. Soßen sind fast die besten, die ich bisher gegessen habe. Da sind noch ein, zwei Dönerläden, wo mir die Soße noch etwas besser gefallen hat. Aber ganz, ganz oben dabei, wirklich. Ganz kurz, dass ich sage, es gehört mit zu den allerbesten, es ist knapp kurz darunter. Brot, sage ich, ist dieses NRW-Feeling. Von den NRW-Broten, gerade von unten das Feeling, vermischt mit den Soßen. War schon eine sehr gute Nummer, wird aber noch ein bisschen was gehen. Wir haben für mich hier gut verdiente 9 Punkte. 9 Punkte. 9 Punkte sind gerechtfertigt. Das ist ein absolut kranker Döner. Und gut, mit Chabo haben wir einen gehabt, den habe ich noch mal ein bisschen besser bewertet. Aber das hier gehört für mich mit zu den besten Dönern NRW. Fast der Beste. Also ich müsste nochmal, ist ja manchmal auch tagesformabhängig. Den direkten Vergleich mit Charos Döner, den 9,2 habe ich den glaube ich gegeben und dem hier hätte ich nochmal gesehen. Ich weiß nicht, wie ich dann entschieden hätte, aber krank. Ich habe gerade nochmal das Fleisch probiert mit Harley. Ich habe ja auch mit Soßen genommen, weil ich sage euch ehrlich, das ist die Sicherungsvariante. Wenn man nicht ganz sicher ist, Qualität, nur Fleisch ist manchmal zu trocken. Ich muss hier nochmal wiederkommen. Fleisch, Spießfisch, ohne Soßen. Ich glaube, du wirst alles zerstören. Ich glaube, ich muss nochmal wiederkommen. Deswegen sage ich dir, ich empfehle jedem meine Kunden ohne Soße.
Aber wenn du mir Soße haben wollen, so wie du unbedingt, sage ich dann nichts. Aber ohne Soße da hast du den richtigen Geschmack von dem Fleisch, mein Freund. Wenn jemand auf Fliege bettelt, gibt's den Fliege. Danke dir, Ali, nochmal. Ich danke dir, mein Freund. Ich danke dir. Wir sitzen jetzt schon im Auto und wir reden immer noch über dieses kranke Fleisch. Ich hab's ja danach nochmal so probiert. Ich muss sie noch meinen. Hört er das Brot irgendwie noch anders? Ich weiß nicht. Vielleicht aber auch, wie gesagt, wenn das Fleisch dann noch saftiger ist, weil es frisch ist, ist es vielleicht das Brot doch ganz richtig. Ich komme nicht auf diesen Gedanken klar, dass ich nicht weiß, wie der Spieß sonst abgeschnitten hätte. Vielleicht, ich schwör's, ich weiß nicht, was damit passiert wäre. Wir sitzen hier im Auto, wir reden nur noch über das Fleisch. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Yalla.